Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 83. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Freien Demokraten, hessischer Sonderweg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beenden, 206450. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird der dringliche Antrag Top 94 und wir wollen ihn am besten zusammen aufrufen mit den Mitteilungen der Landesregierung 25, 26, 27, 89. Alle sind einverstanden. Weiterhin eingegangen und auf den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Freien Demokraten, Landesaufnahmeprogramm zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan, Drucksache 206451. Auch hier niemand dagegen, dass wir die Dringlichkeit bejahen. Dann machen wir das so, und er wird Top 95, und wir können ihn dann mit Top 70, das ist der Setzpunkt der LINKEN, zum Thema aufrufen. Alle einverstanden. Weiterhin eingegangen auf den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Ganztagsschulausbau 206456. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird er Top 99 und kann zusammen mit Top 73, das ist der Setzpunkt der Sozialdemokraten, den wir gleich als erstes aufrufen werden, aufgerufen werden. Alle einverstanden. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mitgeteilt, dass Top 65, das ist der Antrag der Fraktion Medikamentenforschung ausbauen, Drucksache 206218 zur abschließenden Beratung in den SIR überwiesen werden soll. Ich sehe keinen Widerspruch, dann wollen wir das so machen. Und in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zusammen mit dem Hauptausschuss am gestrigen Abend wurde eine Beschlussempfehlung des WVA zum Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, das ist Gesetz zur Förderung des stationsbasierten Carsharings 206312 zu Drucksache 203899 abgegeben. Die Beschlussempfehlung hat die Drucksachennummer 206453 halten und ist am gestrigen Abend versandt worden. Im Betreff der Beschlussempfehlung war eine Unrichtigkeit enthalten, die wir zwischenzeitlich korrigiert haben. Da stand, glaube ich, drin, das ist der Entwurf der Landesregierung, aber es ist der Entwurf der Freien Demokraten. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs erfolgt dann morgen Abend unter Top 96 mit 97. Der Gesetzentwurf soll dann am Ende der Plenarsitzung nach unseren entsprechenden Vereinbarungen in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt werden. Und weiterhin wurde gestern Abend in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zusammen mit dem Hauptausschuss eine Beschlussempfehlung des WVA zum Gesetzentwurf der Landesregierung, das ist das zweite Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften, abgegeben. Beschlussempfehlung hat die Drucksache Nummer 206454 erhalten, wurde ebenfalls am gestrigen Abend versandt. Und die dritte Lesung des Gesetzentwurfs erfolgt dann morgen unter Top 97 zusammen mit dem eben genannten Top 96. Und der Gesetzentwurf soll ebenfalls am Abend in der Plenarsitzung in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt werden. Und schließlich wurde in der Sitzung des Innenausschusses zusammen mit dem WKA gestern Abend eine Beschlussempfehlung des INA zum Gesetzentwurf der Landesregierung, da geht es um Hochschule für öffentliches Management, abgegeben. Die Beschlussempfehlung hat die Drucksache Nummer 206455 und sie ist auch gestern Abend versandt worden. Also es ist noch schwer gearbeitet worden in den Abendstunden des gestrigen Tages. Und die dritte Lesung des Gesetzentwurfs machen wir dann morgen unter Top 98. Und auch hier soll der Gesetzentwurf entsprechend am Abend der Plenarsitzung in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt werden. Nach dem Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis ca. 21.30 Uhr. Wir beginnen mit Top 73, den wir mit Top 99 aufrufen. Top 73 ist der Setzpunkt der Fraktion der Sozialdemokraten. Zügige Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung für Grundschulkinder. Nach einer zweistündigen Mittagspause heute fahren wir fort mit dem Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. 50 Jahre exzellente Forschung und Lehre an Hessens Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, dass wir nach wie vor Corona-Schnelltestungen anbieten, heute Abend von 17 bis 20 Uhr im Foyer vor dem Medienraum. Heute fehlen entschuldigt die Kollegin Nancy Faeser, der Kollege Jürgen Lenders, der Kollege Thomas Hering, ab 18 Uhr der Kollege Vohl, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Ansonsten können wir sie auch noch weiterhin im Protokoll nachtragen. Ich möchte noch, ja, Kollege Schwarz ist wahrscheinlich entschuldigt, Herr Kollege Bellino, bitte schön. Und der Kollege Tippi, krankheitsbedingt. Kollege Tippi und Kollege Schwarz sind auch entschuldigt. Ja, ich will Ihnen noch eine erfreuliche Mitteilung machen. Die Fraktion
der Freien Demokraten, hat einen Nachfolger für den geschätzten Kollegen Lenders gewählt. Das ist der Kollege Dr. Büger zum parlamentarischen Geschäftsführer. Lieber Dr. Büger, gratuliere ganz herzlich. Und ich persönlich jedenfalls bin sehr sicher, dass aus guten Erfahrungen aus der Zeit, aus der gemeinsamen Zeit im Wissenschafts- und Ausschuss für Kunst wir eine gute und eine freundschaftliche Zusammenarbeit haben werden. Ich weiß, dass man mit Ihnen gut arbeiten kann und die Runde der PGs. Ich sage das immer wieder, schätzen Sie Ihre PGs, auch wenn Sie ihnen manchmal auf die Füße treten müssen. Das sind gute Männer und Frauen. Im Augenblick sind es nur Männer in der Tat noch. Ja, gibt es auch noch. Aber gut, das müssen die Fraktionen ja entscheiden. Habe ich nichts mit zu tun. Eine gute Runde, gute Leute, die machen eine gute Arbeit. Und wenn es die nicht gäbe, lieber René Rock, liebe Vorsitzende der anderen Fraktionen, dann wäre es hier schwer mit dem Plenarablauf und auch sonstige Dinge wären nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, ich muss immer wieder ein bisschen für die Seele der PG sorgen. Manchmal hat man es ja nicht einfach mit Ihnen, aber Sie haben es auch manchmal nicht einfach mit uns. Also, lieber Herr Dr. Büger, herzlichen Glückwunsch, gute Zusammenarbeit, ich freue mich darauf. So, ist ja. Gibt noch weitere Erfreulichkeiten, nämlich dass heute ein guter Freund, nämlich der Abgeordnete Michael Ruhl, aus der Fraktion der Christdemokraten Geburtstag hat. Das sind, ja, muss man sagen, lieber Michael Ruhl, sanfte 37 Jahre. Meine Güte. Man sieht es natürlich auch. Also der ein oder andere hält sich gut. Aber in dem Fall, also wie gesagt, im Namen des ganzen Hauses, lieber Michael Ruhl, herzlichen Glückwunsch. Und da wir hier ja mehr und mehr zum Leidwesen der Verwaltung und der Kanzlei alles durcheinander bringen, ob das jetzt runde Geburtstage sind, die genannt werden, unrunde Geburtstage, die genannt werden, ob Wein geschenkt wird, ob Blumen geschenkt werden, also wir haben das jetzt alles hier, das entspricht nicht mehr den Regeln, ist aber trotzdem schön, weil auch manchmal ist Chaos schön, gibt es ganz unvorgesehen eine gute Flasche Wein, lieber Michael Ruhl. Trinken kann man sie, wann man will, aber man kann auch sich Freunde machen, indem man dazu einlädt, wenn man trinkt. Also, alles Gute, viel Genuss und herzlichen Glückwunsch. Ja, und die letzte gute Mitteilung ist, dass wir jetzt am Ende der amtlichen Mitteilungen sind.